Leute, und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin gerade frisch. Ich wünschte, ich hätte mein Haar gewaschen. Ich bin frisch aus der Dusche, aber I didn't wash my hair. Ich wasche mein Haar heute Abend. Ich habe einfach keinen Bock. Bei mir nimmt das immer so viel Zeit in Anspruch, die zu glätten und so. Das fühlt sich so eklig an. Und man sieht hier meine Tapes. Ha! Too much reality for social media. Oh, bei dem Geräusch. Oh nicht, dass Scoops reinkommt. Oder ist er irgendwo? Ich habe so Paranoia. Man hört ihn immer nur so ganz leise. Ah ja, da ist er. Hier. Scooby-Doo. Ich werde heute mit diesen ganzen Sachen einen neuen Haul drehen. Und zwar einen Junkyard Haul. Ich hoffe, ihr freut euch darüber. Ich glaube, Junkyard Hauls mögt ihr mit am liebsten. Also ich nenne sie ja die Junkyard Hauls. Ich mache voll auf Werbung Realität. Aber ich glaube, diesmal mache ich einfach nur einen Try-on Haul. Weil ich habe ja gerade erst eine Werbung Realität-Video gemacht. Und mich freut übrigens, dass es so krass gut bei euch angekommen ist, dass ich dieses Prom-Dress-Video gemacht habe. Ich denke, ich bestelle nochmal so günstige Kleider. Vielleicht von Amazon oder so. Ich muss mal schauen. Auf jeden Fall habe ich darauf richtig Bock, weil ich fand auch die meisten Kleider davon richtig geil, muss ich sagen. Und ich fand die Message dahinter halt sehr gut. Man muss nicht immer ein 400-Euro-Kleid haben. Ich weiß nicht, ob es so richtig rübergekommen ist, aber ich hatte ein Kleid in der Schule für 130, glaube ich. Also insgesamt mit Umständen und so hat es, glaube ich, 130 gekostet. Ich glaube, sonst 117. Ich habe da den Reißverschluss erneuern lassen, und weil man den so sehr gesehen hat. Und ich habe es kürzen lassen. Und dann sagt so jemand zu mir, hä, wie 130, ist ja voll billig. Und ich denke mir so, meinst du von ASOS halt. Und die anderen waren in so Boutiquen und haben 400 € dafür ausgegeben und waren deswegen was Besseres oder was. Also keine Ahnung, meine Schule war eh so komisch mit Werten. Also falls ihr mal darüber ein Video sehen wollt, I'm down for this. The Werte of my school are very weird. Ich habe gerade mit Scoops die ganze Zeit Gipfelchen geübt, aber es hat irgendwie, ich glaube, langsam vermischt er alles. Also er kann jetzt Sitzplatz und Gipfelchen so ein bisschen und komm her kann er irgendwie noch gar nicht. Also auf seinen Namen hören ist so ganz schwierig. Ich hoffe, wir können mal, Marcel ist jetzt wieder krank, heute ist der erste Tag, wo er jetzt mal wieder unterwegs ist. Ich hoffe, dass wir jetzt die Tage mal wieder einen Termin mit unserer Hundetrainerin machen können. Darauf habe ich richtig Bock. Morgen kommt meine Mom mit Fine wieder und dann können die sich wieder so ein bisschen schnuppern. Und ich glaube, die nächsten Tage treffe ich mich auch nochmal mit Ombre und Lola. Sie hat ja auch einen kleinen Pom, also ein kleines Pom-Girl. Und mit Sarah Desideria und Molly müssen wir jetzt auch mal treffen. Vielleicht machen wir das heute Abend, ich frage mal. Obwohl, ich glaube, Sarah ist krank. Kein Bock, krank zu werden. Mal gucken. Das steht heute an. Ich habe gerade ein Placement-Bild gemacht für eine richtig coole Kampagne mit der leckersten Body-Lotion aller Zeiten. Also wirklich, die steht da hinten. Seht ihr bestimmt die nächsten Tage oder ich weiß nicht genau, wann es wieder online kommt. Vielleicht ist es schon online auf Instagram. Checkt auf jeden Fall mein Instagram aus. Ich lade da jeden Tag ein Bild hoch, manchmal sogar zwei. Und ich mache jeden Tag ganz, ganz viele Stories. Also ihr verpasst auf jeden Fall nichts, wenn ihr... ihr verpasst was. Das soll ich sagen. Okay, und jetzt höre ich auf, hier so rumzugammeln und mache mich ein bisschen fertig, damit ich mein Haar drehen kann. Und ich habe gerade, das wollte ich euch noch zeigen, ich habe gerade diese Creme drauf von Kiehl's. Ich liebe die so sehr. Wenn ihr die wirklich dick auftragt, habt ihr das Gefühl, eure Haut wird so richtig gesaved. So Leute, ich probiere jetzt mal meinen Beautyblender zu waschen. Und zwar mit diesem neuen Cleanser, den ich habe, also meine drei Beautyblender. Und ich schaue mal, was das Ding so mit sich bringt. Also ob es besser ist als normales Wasser mit Seife. Okay, also ich muss sagen, der ist jetzt nicht um... Ich finde das so krass. Dieser Beautyblender ist so von der Struktur... Oh, guck mal, wie lange ich gerade die Dinger gewaschen habe. Guck meine Finger an. Von der Struktur richtig anders als diese beiden. Diese beiden sind so voll weich und so. Und der hier ist so voll hart. Voll merkwürdig. Sind sie jetzt wieder sauber. So halb. So, das ist jetzt mein Make-up. Ich habe mir die unteren Wimpern nicht getuscht. Das mag ich manchmal ganz gerne. Mich fragen übrigens immer voll viele, was habe ich mir von Uvex gekauft? Ein Fahrradhelm für mein Fahrrad. Ich überlege jetzt gerade, ob ich noch Fahrradfahren gehe, weil ihr seht, the sky is looking pretty. Und ich muss eigentlich auch meine Kamera reparieren gehen. Vielleicht mache ich das, wenn Marcel wieder da ist. Weil Marcel ist ja gerade weg und ich möchte Scoops nicht so alleine lassen. Andererseits muss ich das ja auch üben. I don't know. Ich finde es so krass, weil als ich zum Beispiel Scoops einmal alleine gelassen habe und es im Video gezeigt habe, haben mich so einige Leute so geschrieben, so, wie kannst du deinen Hund alleine lassen? Ist er noch ein Baby? Und ich denke mir so, allererstens ist er 5 Monate alt angeblich. Man ist sich ja nicht ganz so sicher. Dann lese ich so unter Anna von Monte, Love Annas, Video, wo sie jetzt da sagt, ja, ihr Mops ist auf einmal so, kann er nicht alleine sein und so. Steht da so drunter, ja, selber schuld, wenn du deinen Hund es nie beigebracht hast und so. Man kann es nie jemandem recht machen. Das ist so krass. Also das merke ich immer so wieder, wenn ich so Kommentare vergleiche. Und ach Leute, wir wissen schon alle, niemand von uns will sein Haustier quälen. Wir wollen alle nichts Schlechtes für irgendwen. Also bitte lasst uns mal machen. Wir zeigen hier unseren Tag, um euch zu unterhalten. Und wer darauf keinen Bock hat, unterhalten zu werden, der soll einfach gehen. Ja, that's what I say. So, ich habe mich gerade ready gemacht. Ich werde jetzt noch meine Haare stylen. Einfach für den Bad Hair, da brauche ich eine Mütze. Und diese Gelbton passt perfekt zu meinem neuen Pullover. Der ist von Junkyard.
Finde ich voll geil. Der Schnitt ist halt irgendwie ein bisschen seltsam, aber irgendwie auch richtig schön. Gab es auch in voll vielen verschiedenen Farben. Kann ich euch mal unten in der Infobox verlinken oder in meinem neuen Junkyard-Haul, falls ich es vergesse. Und wir gehen gleich raus, sie. Aber erstmal drehe ich. So sieht es übrigens aus, wenn ich ein Video drehe. Also hier packe ich jetzt meine ganzen Sachen rauf. Dann, ja, müsste ich jetzt hier mal wieder aufräumen. Hier gucke ich gerade ein Video von Enisa. Ich bin gespannt, wie sie bei GNTM ist. Guckt ja auch GNTM, egal, soweit es. Dann räume ich jetzt hier auf. Ich habe gerade mein Gesicht rasiert. Fragt mich nicht. Fragt einfach nicht. Genau. Jetzt werde ich die Kamera hier auf dieses Ding stellen. Hier rauf. Mit diesem fabelhaften Hintergrund. Moment, wenn du versuchst, Instagram-Bilder zu machen. Aber es irgendwie nicht klappt. Es ist doch gerade so in, diese Spiegel-Selfie-Bilder zu machen, aber wie macht man das ohne Fotograf? Scoops denkt sich auch so. Do it for the gram. Okay, dann kein Spiegelbild. Doch, ich will jetzt aber eins. Keine Ahnung. Was macht man denn dann? Oh, ich habe eine Idee. I have a good idea. Boah, ich hasse das, ohne Handy rauszugehen, aber ich muss es jetzt hier laden. Und ich gehe jetzt mit Scooby wieder raus. Freust du dich? Ja, komm. Rausgehe, OOTD. Ja, so gehe ich jetzt. Gassi. Gassi, Gassi, Gassi. Okay, Leute, mir ist gerade der komplette Bildschirm abgebrochen. Also es hängt jetzt... Oh Gott. Warte, ich versuche es euch mal zu zeigen. Seht ihr da? Nee, scheiße, das könnt ihr echt nicht sehen. Der ganze... ihr könnt es nicht sehen. Es ist so schlimm. Ich muss jetzt einen Fotoladen suchen und das googeln, weil das ist echt krass. Ich will mir deswegen keine neue Kamera holen. Ich glaube, das kann man... Die Trauben brechen hier halt irgendwie einfach raus. Mal sehen. Ich war jetzt gerade mit Scoops draußen. Ich wollte eigentlich filmen, aber er hat sich ein bisschen daneben benommen. Deswegen, ich musste... Also, manchmal ist es dann halt immer noch nicht so gut. Was ist er jetzt? Ich schau gleich mal. Marcel kommt jetzt irgendwie erst später. Er trifft sich gleich noch mit Kyle. Aber wie gesagt, was ich gerade vorhin gesagt habe, ist ja auch irgendwas alleine ist. Ich werde ja nicht nur eine Stunde weg sein. Ich werde auf jeden Fall schneller hier sein. Deswegen glaube ich, ist es ganz gut. Ich werde auf den Fernseher anlassen, dann hört ihr ein paar Stimmen. Ich habe ein paar Mal einen Tipp gelesen, dass generell, wenn Hunde ein Problem damit haben oder so, soll man einfach, also jetzt als YouTuber hat man ja voll den Jackpot, einfach ein Video von sich selber laufen lassen. Dann hört man es. Also mache ich einfach als einfach Marcel und mir und dann ist alles super. Davon, also man muss natürlich ein Smart TV dafür haben. Ich habe diese Leine übrigens doch nicht benutzt, weil irgendwie, ich habe das Gefühl, die ziehen mehr, weil, wisst ihr, die Leine, also solche Leinen, die geben ja nach. Aber die ziehen ja, sind ja die ganze Zeit auf Zug. Ich glaube, das mag er nicht so. Ich ziehe erstmal meine Jacke aus, dann google ich mal, wo ein Fotoladen hier. Frechomat. Ah, you ran on the Sof. Kleine Ziege, du. Und? Hey. Wir haben übrigens für ihn dieses Körbchen hier geschenkt bekommen und das Kuscheltier. Das liebt er so krass. Das war echt ein voller Erfolg. Ist voll gut, dass es so groß ist wie er. Und auch dieses Hundefetter, Futter. Mega, mega cool. Ne? Ruh. So, warte, ich habe aus Versehen diese Decke hier drüber geschmissen. Die nehmen wir natürlich wieder mit aufs Sofa. Ich werde, wenn ich weggehe, aber die Treppe hier wegstellen, weil, also umdrehen, weil er kommt immer nicht alleine runter, also er traut sich immer nicht und das würde mir im Herzen wehtun, wenn ich ihn dann hier vorfinde. Aber da traut er sich irgendwie auch nicht runter. Das ist mega dumm, weil seine Körbchen sind sogar höher als das. Wir haben schon überlegt, die Platte vielleicht rauszunehmen, aber er liegt da halt voll gerne drunter. Nach dem Haul sieht es immer so aus, by the way. Ist halt jetzt, dass ich mich nur noch selber filmen kann, wenn ich es festhalte, weil dadurch kann ich den Bildschirm halten. Aber ich kann ihn... Ich könnte die Kamera jetzt nicht mehr hinstellen. Also ich hoffe, dass die mir im Fotoladen helfen können. Also ich sitze hier gerade, sind 20 Minuten und suche einen Fotoladen. Aber ich finde nur so Fotostudios, wo die Leute Fotos von ihr machen. Oder so Vintage-Läden, so, wo du so Zubehör holen kannst für analoge Kameras und so. Als ob es hier kein Kamerageschäft gibt. Ich habe Kamerageschäft in Google Maps eingegeben.
What make I know? What make I know? Under pressure, sweaty palms ain't making it much better. Something about you feels so special. Pretty all from the minute that I met ya. Für mehr Realität auf YouTube, niemand sieht so nach dem Duschen aus, sondern so. Oh Mann, und ich habe so viel immer vergessen, dass jetzt der Boden hier so mega nass ist. Aber egal, Fußboden halt so. Wird schon regeln, egal. Nee, ich decke das trotzdem da drüber. Ich wette mit euch 1000 Euro, dass Kups wieder unter dem Tisch sitzt. Okay, ich wette doch nicht. Oh, da bist du. Oh Schatz, ich bin da nicht vorbeigelatscht. Puh, merkt ihr, dass das eine andere Kamera ist und ein anderes Objektiv? Das hier wackelt so viel mehr. Aber egal. Ich mag die G7X irgendwie am meisten. Das hier ist jetzt die Sony 5100. Ihr könnt mir ja mal schreiben. Was mögt ihr mehr? Die Qualität von der Sony oder von der G7X? Und merkt man es am Ton? Das merke ich ja beim Schneiden auch, aber sagt mal Bescheid. Wow. So sehen meine Haare jetzt aus. Ich habe keinen Bock, die jetzt noch zu glätten, deswegen mache ich morgen früh. Aber morgen früh werde ich mich dafür hassen, weil wenn ich so aufwache, werde ich direkt schlechte Laune haben. Guten Morgen. Ich bin aufgewacht mit Kalke von Scoops vor der Schlafzimmertür. Sehr schön. Ich habe mir hier gerade Pancakes gemacht. Ich habe irgendwie voll Bock auf mit Apfelmus, aber wir haben keinen Apfelmus. Das regt mich gerade auf. Oh, okay. Wie war das nochmal? Dann esse ich eben Nutella. Mann, kann dieser Morgen besser werden. Es hat gerade geklingelt und es ist dieses schöne Paket. Oha. Von Kiehl's angekommen. From Kiehl's with love. Also, da Marcel auch nicht so der Romantische ist, werde ich wahrscheinlich nicht zum Valentinstag bekommen. Deswegen ist das mega, mega schön. Ich freue mich darüber gerade echt. Oh, voll die geilen Produkte. Ich liebe ja die Kiehl's Produkte. Ich habe mich hier auch gerade mit Kiehl's fertig gemacht. Boah, mega cool. Was ist das hier? Love Oil for Lips. Boah, ich bin richtig gespannt. Dankeschön. Das ist mega schön. Ich habe hier gerade eine Tasche gepackt, weil wir gleich zu meiner Mom fahren und da wieder Scoops mit Fine spielen lassen. Hier die Schuhe sind mir leider zu klein vom Junkyard Hall. Deswegen bringe ich die jetzt meiner Schwester mit. Die müssten ihr jetzt perfekt passen. Das hebe ich jetzt auf, weil die Packung finde ich so schön. Dann diese Hose vom Junkyard Hall passt mir leider irgendwie auch nicht so, wie ich dachte. Ich habe die ja anprobiert. Keine Ahnung, kann ich euch irgendwie nicht so empfehlen. Ich wollte euch eigentlich Sachen holen, die ich für Marcel bestellt habe. Ich zeige sie euch mal. Und zwar, die werde ich euch auch alle in der Infobox verlinken. Die sind heute angekommen. Von Junkyard auch. Einmal habe ich ihm diese Cap bestellt. Ich glaube, ich finde die mega cool. Steht irgendwie so Sweet Skater Boys oder so, ist glaube ich die Marke. Finde ich richtig cool. Das ist mit so einer runden Mütze. Ich habe ihm hier noch so eine Cheap Monday Jeans bestellt, weil ich die ja eigentlich sehr gerne mag. Ich bin gespannt, ob die ihm passt. Dann habe ich ihm hier einmal so eine Champion Bauchtasche geholt, weil er ist immer auf der Suche nach so coolen Bauchtaschen und ich finde die eigentlich ganz geil. Ich wollte die eigentlich in schwarz holen, aber es gab die nur noch in Khaki. Deswegen, ich finde die aber eigentlich auch ganz cool. Ich habe darüber freut er sich. Dann habe ich ihm noch so Basic T-Shirts mitgebracht, weil er sowas ja ganz gerne mag. Einmal hier so eins von Kappa mit so einem Rückenprint. Auch in rosa. Dann, das war auch gerade richtig krass reduziert. Dann einmal seine heißgeliebte Trainingsjacke nochmal in blau, weil er hat, ich habe ihm ja diese Trainingshose in blau geholt und irgendwie meinte er, kann dazu mal nicht so viel kombinieren, deswegen habe ich ihm einfach jetzt sozusagen das Gegenstück geholt, dann kann er wenigstens im komplett assi Trainingsanzug rumlaufen. Dann einmal so ein Reebok-T-Shirt, wie gesagt, er mag das, wenn so große Aufdrucke sind. Ach so, ja genau, das war ein bisschen besonderer. Ach ja, genau, das war kein T-Shirt, das war so ein Sweatshirt mit solchen, ich finde, das sieht irgendwie ganz geil aus mit solchen, ja, ihr seht's ja. Genau, dann noch einmal von New Balance ein Schlafshirt. Also so ein übelstes Chill-Shirt von New Balance. Finde ich auch eine coole Marke. Und noch eine Jeans. Oh Gott. Noch eine Jeans, weil ich sicher gehen wollte, dass ihm mindestens eine passt. Ich bin gespannt, weil er ist jetzt, wie gesagt, auf der Suche nach neuen schwarzen Hosen. Verlinke euch auf jeden Fall auch alles in der Infobox. Und ich habe sogar einen Rabattcode, auch für die Jungs-Sachen, also mit Loops15 spart ihr 15% noch bis Ende Februar. Also könnt ihr mal vorbeischauen, nicht nur auf die Sachen, sondern auf das ganze Sortiment, also für die Mädchen und Jungs. I see myself being like a huge musician. I love rap music, I love making rap music. Was ich vielleicht noch sagen kann, ist, dass Scoop sich bei der Blutabnahme sehr, sehr gut geschlagen hat. Er hat fast gar keinen Stress gemacht, also nur so ganz leicht manchmal gemacht. Und die Tierärzte meinten auch, die hatten heute voll viele Pomeranians da und er war mit Abstand der gechillteste.
Und die waren sehr, sehr stolz auf ihn. Sie meinten, er ist der Held der Klinik. Sie lieben ihn wirklich so krass, ist richtig süß. Ja, also so viel dazu. Er hat jetzt noch so einen kleinen Druckverband an, den müssen wir eben später abnehmen. Aber wir haben es vorhin schon versucht und da kam noch sehr viel Blut. Deswegen. Daumen hoch, wenn ihr jetzt auch mitgehen musstet. Ich bin immer so, ich muss immer mitgehen, wenn jemand geht. Okay.